Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich kann mich noch sehr gut an finstere Zeiten erinnern, als sexuelle Handlungen unter Homosexuellen unter Strafe standen und man laut Katechismus von einer himmelschreienden Todsünde sprach. Der Roman »Die Konsequenz« von Alexander Ziegler aus dem Jahre 1975 beschreibt das vortrefflich. Zum Glück liegt das hinter uns und ein sehr hohes Maß an Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung ist sichtbar. Es mag allerdings sein, dass sich das ab 2015 mit der Massenzuwanderung aus muslimischen Ländern geändert haben mag. In diesen Ländern werden Homosexuelle nach wie vor verachtet, aus der Familie verstoßen und im schlimmsten Fall hingerichtet. Diese Anschauung wird auch nach Deutschland transportiert. Deshalb wäre es ein guter Vorschlag, für die hier lebende Community ebenfalls ein entsprechendes Handlungskonzept zu erstellen. Die hier vorliegende Woke-Hochglanzbroschüre wird von uns inhaltlich in keinem Punkt gebilligt. Durch die regelrechte Verherrlichung der sogenannten geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt werden unserer Gesellschaft die ethischen und moralischen Werte sowie die Grundpfeiler ihrer Identität geraubt. Das ist ein unverantwortlicher Eingriff in den intimsten Bereich unserer Privatsphäre. Dieser sollte eher geschützt und nicht in den Mittelpunkt öffentlich-politischer Debatten gezerrt werden. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Für jeden Lebensbereich soll zukünftig vorgeschrieben werden, wie sich der queerfreundliche Gutbürger zu verhalten hat. Auf Seite 19 ist zum Beispiel von Regeln für den Umgang mit queerfeindlichen Arbeitskollegen die Rede. Auf Seite 57 wird von klar definierten Verhaltensregeln und Meldestellen gesprochen. Auf Seite 58 wird die Enttabuisierung von Fetisch- und Saunaclubs gefordert. Ich frage Sie hier und auch am Bildschirm, auf welcher Bühne sind wir hier eigentlich gelandet? Was allerdings auf Seite 24 bis 26 geschrieben steht, schlägt dem Fass den Boden aus. In Kindergärten sollen Kinder bereits in der Puppenecke erleben, dass es mehr als nur Jungen und Mädchen gibt. Sogenannte vielfaltsensible Kinderbücher und Broschüren wie Queer in der Kita sollen Orientierung bei der Geschlechterfindung geben. Da kann und darf es nur heißen, Hände weg von unseren Kindern. Was hier gerade passiert, ist frühkindliche Sexualisierung und der Raub einer unbekümmerten Kindheit. Das Resultat werden identitätslose Erwachsene sein, die sich, wie der Philosoph Richard David Brecht, fragen werden, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Was hier propagiert wird, ist eine Art Staatsdoktrin, die in alle Lebensbereiche vom Privathaushalt bis hin zu Unternehmen und Vereinen getragen wird. Die Alternative für Deutschland lehnt das entschieden ab. Vielen Dank.